Bei My Collection laden wir einen Gestalter, einen Künstler ein, mit unserer Sammlung zu arbeiten. Dieses Mal ist es Stefan Sagmeister. Ja, und es war eigentlich eine einfache Geschichte von den fast 500.000 Objekten, die in der Sammlung vom Museum für Gestaltung hier in Zürich sind, so in etwa 100 auszusuchen. Und ich habe im Prinzip eigentlich nur nach dem Kriterium der Schönheit ausgesucht. Also das war mir relativ egal, ob es funktioniert oder wie wichtig das zeitgemäß ist, sondern habe einfach 100 schöne Objekte ausgesucht. Ja, und da geben sich ein paar wunderbare Kombinationen, wie der Mantel vom Kaiser von China zusammen mit dem Schweizer Plakat vom Ralf Schreivogel. Das sind hunderte Jahre dazwischen und sie funktionieren trotzdem gemeinsam. Dinge, die mir wahnsinnig gut gefallen, sind jetzt natürlich die Kombination hier von dem Bauhausgeschirr vom Walter Gropius, dem Gründer des Bauhauses, und dem Herbert Bayer, die da ja viel wärmere Sache gemacht haben, wie was man sonst so vom Bauhaus kennt. Und dann als Kombination diese Bälle aus Guatemala, die aus Schweineblasen gemacht werden und auch heute immer noch zum Beispiel verwendet werden. Das ist ein alter Liebling von mir, das Poster für ein buddhistisches Geschäft von Makoto Saito. Mich hat das schon als Student unglaublich beeindruckt und es ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Das war natürlich damals in den 80er Jahren einfach komplett neu. Von der Komposition her, von der Blauheit des Knochens, von dem eigenartigen Logo-Sujet da drüben und so ein gutes Beispiel, dass das Neue auch an sich einfach schon schön sein kann, weil es eine Überraschung ist.